Wie hier in Bocholt ist bei den Reifenhändlern überall in Deutschland jetzt natürlich richtig was los. Die Temperaturen wären, wie das Wort zum Sonntag, eher einsilbig bzw. einstellig. Temperaturen unter 10 Grad heißt für unsere Autofahrer, Winterreifen sind angesagt. Und da es dabei noch viele Unklarheiten gibt, viele Leute wissen gar nicht, wann soll ich Winterreifen drauf machen, brauche ich überhaupt Winterreifen, kann ich vielleicht mit Ganzjahresreifen fahren, haben wir uns heute zu einem Fachmann begeben. Lieber Herr Schlütter, erstmal schönen guten Tag. Wir sind hier bei Ihnen in Ihrem Fachbetrieb und fragen uns, was ist der Unterschied zwischen einem Winterreifen und so einem Ganzjahresreifen, von dem heute alle reden? Der Unterschied ist im Prinzip, dass der Ganzjahresreifen ein abgeschwächter Winterreifen ist, der zwar alle Kennzeichnungen aufweist, die ein Winterreifen auch aufweisen sollte. Der Unterschied besteht natürlich darin, dass der Ganzjahresreifen ein ganzes Jahr durchgefahren wird und eigentlich nicht die Stärken im Winter hat wie ein Winterreifen. Also man kann sagen, er ist nicht der perfekte Winterreifen und auch nicht der perfekte Sommerreifen. Wenn man es perfekt haben möchte, macht man es nach Altväter Sitte. Das heißt von O bis O. Von Oktober bis Ostern, das heißt, wenn die ersten kalten Nächte kommen, sollte man schon auf Winterreifen umswitchen. Und da geht es ja nicht nur darum, dass das Schneeflockensymbol drauf ist, sondern da gibt es natürlich auch von Hersteller zu Hersteller ganz gewaltige Qualitätsunterschiede. Genau, also nochmal eben zur Schneeflocke zu kommen. Die Schneeflocke ist im Prinzip nur ein freiwilliges Symbol der Reifenhersteller. Wichtig ist die M&S-Kennung. Und der Unterschied von den Herstellern ist natürlich schon gravierend. Also man sollte schon darauf achten, dass man eine vernünftige Qualität hat und ruhig auf Premium-Reifen setzt. Premium-Reifen heißt, es ist etwas teurer, aber dieses etwas mehr beim Reifenkauf, das kann letztendlich Leben retten, wenn man weiß, dass der Unterschied aus einer 100-Stunden-Kilometer-Bremsung zwischen den Premium-Marken und dem gesunden Mittelfeld eine ganze Wagenlänge ist. Das heißt, eine ganze Wagenlänge längerer Bremsweg. Und das kann dann nicht nur, wir wollen nicht ans Schlimmste denken, aber wir wissen, dass ein Auto vorne am teuersten ist und bei einem Unfall kann es dann mal richtig teuer werden. Was halten Sie denn von den ganz, ganz billigen Reifen, wo drauf steht Xing Shang Shung oder Schlong Ling oder ähnliches? Also ich selber halte natürlich nicht viel davon, ja, weil der Preis oder die Qualität spiegelt sich beim Reifen einfach im Preis auch. Ja, man gibt etwas mehr auf, hat natürlich mehr davon. Und wir machen ja Winterreifen drauf, um sicher zu fahren und nicht billig zu fahren. Also da ist ja gerade mal eine Handbreit zwischen 150, 200 PS und dem Asphalt unten. Und das sollte wirklich die allerbeste Qualität haben. Und wer da spart, der spart letztendlich mit seiner Sicherheit. Und das wollen wir ja nicht. So, von Oktober bis Ostern haben wir gehört. Jetzt geht es natürlich darum, mit dem Reifen, Fritzen sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich, mit dem Reifenfachmann ist es ähnlich wie mit dem Zahnarzt. Den sollte man zweimal im Jahr sehen. Und zwar nicht nur, um die Reifen zu wechseln und das möglichst schnell, sondern was kann der Reifenfachmann noch für den Autofahrer tun? Also erstmal werden ja die Räder grundsätzlich auch nochmal eben einmal überprüft, ob da irgendwelche Schadstellen dran sind. Ist natürlich auch ein großer Vorteil, dass man die Räder einmal runter hat. Die Luft wird natürlich geprüft und am Abriebsbild des Reifens kann man natürlich dann auch nochmal sehen, ob die Achse richtig eingestellt ist. Und zum Achseneinstellen kommen wir gleich. Vorher vielleicht noch die Information, es gab mal eine Zeit, da hat man nach Altväter Sitte am Straßenrand das Gummi von der Felge gelöst mit so einem Montiereisen und hat das da irgendwie drauf gefriemelt. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Reifenmontage, Reifentechnik ist heute Hightech, genauso wie die Autos Hightech sind. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an, wie so ein Reifen montiert, gewuchtet und wieder ans Auto kommt. Eine kleine Kleinigkeit, die immer wieder mal nicht vergessen wird, sondern an die man nicht denkt, ist die Spurvermessung. Die Achsgeometrie eines Autos ist heute eine ganz hochkomplizierte Sache und die muss natürlich auch alle gewisse Zeit lang geprüft und gecheckt werden. Und das macht der Herr Schmeink, der sich damit allerbestens auskennt. Lieber Herr Schmeink, was macht man da bei so einer Spurvermessung? Also bei der Spurvermessung prüft man ganz einfach anhand dieser Geräte,
dass dieses Fahrzeug wirklich in den Toleranzen, die der Hersteller vorgibt, dass zum Beispiel die Räder in genau einer Richtung laufen und sprich nicht ein Rad aus der Spur, wie wir so schön immer sagen. Also dass es im Grunde genommen nicht vier Spuren im Schnee macht, sondern nur zwei. Was passiert denn, wenn es nicht in der Spur ist? Also dann habe ich zum einen entweder eine Lenkradverstellung, dass das Lenkrad nicht wirklich in gerader Ausstellung steht und halt eben den enormen Reifenverschleiß, sprich, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel annehmen würde, das Auto in einem Kreisverkehr wäre, ich also unheimlich gegenlenken muss, das Auto halt nicht in der Spur oder diese Werte halt dafür sorgen, dass ich unheimlich als Fahrer arbeiten muss. Und das Ganze dann eben nicht nur bei einem Unfall oder nicht nur, wenn man aus Versehen mal richtig über einen Bordstein geknallt ist, sondern auch beim ganz normalen Fahrbetrieb ist es sinnvoll, nach gewissen Zeiten die Spur kontrollieren zu lassen. Ja, natürlich. Um letzten Endes auszuschließen, dass ich einen erhöhten Reifenverschleiß habe, kann man halt eben nur hingehen, vorsorglich ein Auto die Spur oder wie Sie sagen, die Achsvermessung durchführen zu lassen, um wirklich auszuschließen, aha, die Werte sind in Ordnung, ich bin mir felsenfest sicher. Und ein Satz neuer Reifen ist auf jeden Fall teurer als die Arbeit des Spurvermessens. Ja, natürlich. Also Vorsorge ist besser als Nachsorge. Wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, kann ich besser hingehen, 80 Euro für eine Achsvermessung ausgeben, als vier neue Reifen für 400 Euro. Natürlich. Lieber Herr Schmeink, das macht Sinn. Weiten Sie Ihres Amtes. Frisches Gummi in Top-Qualität ist drauf, Spur ist eingestellt, alles ordentlich ausgewuchtet. Ich kann sagen, Weihnachten und der Winter kann kommen. Vielen Dank, Schalke. Dankeschön, gute Fahrt.